Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Welt der Botanik. Heute zeige ich euch, was passiert, wenn man das Tutorial skippt. Diesmal die Hunt Edition. Viel Spaß damit. Der ganze Spaß, Marco, wenn ich ein Tutorial spiele, das kann ich doch nicht machen. Marco, du kannst mir gleich helfen. Ich hatte vorher schon den Tipp, wie ich diese Schattensicht aktiviere. Ich hab schon wieder vergessen. Oh, sie ist da. Wir sind Upper Desail. Sehr gut. Im Moment laufe ich gegen eine Wand. Ach ja, ich hätte die Karte verlassen. Dankeschön. Natürlich. Glühwürmchen, da wollen wir hin. Da wird alles gut. Was passiert, wenn ich zum Kater dann laufe? Ich glaube, ich werde extrahiert. Da gehe ich wahrscheinlich einfach raus. Das wäre lustig gewesen, wenn ich das nicht gemerkt hätte. Naja, das ist ja, wir sind ja hier jetzt völlig richtig. Ich habe schon wieder vergessen. Glühwürmchen fangen, das kriege ich hin. Und leise verhalten, genau. V. Warum ist eigentlich. Ach, V und linke Maustaste ist dasselbe. Okay, warum dann V? Naja, ist okay, ist okay. Spaß? Hand macht keinen Spaß. Es ist eine wunderschöne Qual. Sehr gut, sehr gut. Moment, oh Gott, ich stehe auf den Gleis, das ist gefährlich. Ich wollte immer noch Glühwürmchen suchen. Naja. Die sind doch hier? Nee. Ach so, diese Richtung. Oh Gottes Willen. Diese Stöcke, ich sag's euch, Stöcke. Die bringen mich noch ins Grab. Ich habe noch nicht mal. Ich hab nichts zu schießen. Das ist gut. Oh, ist das wieder so ein lauter Ast? Nee. Oh, ich habe Füße. Sehr schön. Ein Spiel, wo man Füße sieht, das ist gut. Hier geht's zu den Glühwürmchen. Hier wird alles gut. Warum will ich nochmal Glühwürmchen? Ich weiß es nicht mehr. Ist egal, wir sammeln jetzt Glühwürmchen. Wir sind quasi im Vollsuffi hier mit der Pampe aufgewacht. Da hinten bewegt sich jemand, den ignorieren wir. Und suchen jetzt Glühwürmchen, weil, keine Ahnung, der Vollsuff uns noch im Griff hat. Was ist das denn? F gedrückt, um Seele zu rauben. Das klingt unhöflich. Soll ich wirklich Seelen rauben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ist okay. Wir haben. Ich ignoriere die NPCs mal. Die sollen. Und darum soll sich jemand an. Moment, E drücken. Okay, wir müssen dahin, wo die NPC ist. Nennt man die NPCs? Diese Gegner halt. Moment, ich weiß ja, wo ich. Mit V kann ich angreifen. Und mit linker Maustaste. Oh, du bist ein Einfacher. An dir kann ich üben. Und Dreirad. Lass dich nicht vom Dreirad ablenken. Zack! Ah, ich merke schon, wie die Regeln hier im Land laufen. Naja. Hier ist ein Fass. Deine Gesundheit ist bereits voll, ja, weil ich so auf mich achte. Ne? Ich habe vorher noch Beat Saber gespielt. Bewegung ist wichtig. Der hat mir zu viele Mücken an sich. Okay, mit denen kommen wir schon mal klar, mit den einfachen Zombies. Oh, hier liegt was. Um Gottes Willen! Ui! Was zu schießen? Mir kann überhaupt nichts mehr passieren. Und 35 Schuss, was soll jetzt noch schief gehen? Was haben wir hier? Noch einen Revolver? Kann ich zwei tragen? Nee, ich muss wechseln, ne? Heilquelle aktiviert, verfolge mit. Ja, ist mir doch wurscht. An der Stelle, ne, wenn die anderen Spieler hier Kopfgelder rausholen, das stört mich überhaupt nicht. Ich schaue mich hier mal um. Wenn ich hier lebend rausgehen sollte, was nicht der Fall sein wird, ist das eine Bärenfalle, nee, das ist ein Fass. Verbuche ich das als Erfolg? Ich brauche keine Kopfgelder. Aha, ich kann wirklich nur eine Schusswaffe. Na kurz. Tatsache. Okay, eine Schuss, wir nehmen das hier, weil, weiß ich nicht. Wir machen den klassischen, toxischen Mann, das Ding ist länger. Das nehmen wir, ja, genau. Pfui Teufel. Um Gottes Willen. Soll ich auf die schießen? Du kannst den Säbel gegen den Revolver tauchen. Oh, ui, 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 das ist ein guter Hinweis. Tatsächlich, der lügt mich nicht an. Kann ich das Messer? Nee, das Messer habe ich immer, ne? Ja. Ich würde aber trotzdem den Säbel behalten. Im Moment, ich kann mit dem Messer üben. Ja, das stimmt. Wir werden das Messer. Ja, so machen wir. Das ist gut, das ist ein guter Tipp. Dann haben wir mehr zu schießen. Ich meine, ich werde nicht zum Einsatz kommen, weil ich wahrscheinlich. Oh, Hunde. Süße Hunde. Weil ich wahrscheinlich einfach nur umgebracht werde. Ich könnte an den Hunden üben. Ich habe gehört, die können tricky sein. Ich übe an den Hunden. Wo war ich gerade? Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach so, ich sollte doch eigentlich Glühwürmchen fangen. Moment, die Glühwürmchen sind weg. Da blitzt's. Moment. Diese Blitze bewegen sich falsch rum. Das ist eine komische Gegend hier. Oh, Moment, es blitzt auch ohne Schattensicht. Oder? Nee. Wir spielen mit den Hunden, wir schauen uns das später an. Wir haben es ja nicht eilig. Kann ich hier auch schweren Angriff? Ja. Ich übe zuerst an den Hunden, ne? Da stehen Zahlen links, ich habe keine Ahnung, was. Oh, da läuft eine Zeit. Nee, das ist doch, ist das eine Zeit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da läuft eine Zeit runter, mir doch wurscht. Ich habe hier Dinge zu tun. Braver Hund. Ich glaube, ich höre Schüsse.
Okay, der ist tot. Nee, doch. Fifi! Läuft, würde ich sagen. Läuft. Zauberhaft. So. Stimmt, ich wollte mir die Blitze an. Ja, wir schauen uns die Blitze an, why not? Ne? So ein bisschen Wetter begutachten. Ich höre schon wieder Gebums. Moment, wo bin ich eigentlich? Ah ja, Mosesgeflügel, was auch immer das. Wahrscheinlich ist da der Boss. Ich habe doch keine Ahnung. Da gehen wir jetzt hin, weil alles andere ist grau. Mosesgeflügel ist nicht grau. Da gehen wir zum Geflügel. Natürlich, so bin ich einfach gestrickt, meine Güte. Soll das so sein? Irgendwie ist es hier dunkel. Oder werde ich? Ja, vielleicht werde ich auch einfach blind. Keine Ahnung. Ich merke, die Grafik ist sehr minimalistisch eingestellt. Na, schadet wahrscheinlich nicht bei meinem PC. Das passt schon. Weniger Graspartikel bedeutet, ich sehe besser durch Gras. Das ist gut. Aber die Zeit, die da runterläuft, ne? Sind das Sekunden? Ja, ich glaube schon. Hat wahrscheinlich was mit dem Boss zu tun. Keine Ahnung. Wie gesagt, wir sind noch gar nicht auf Kopfgelder aus. Wir genießen mal. Oh, da leuchtet was. Das Spielerlebnis. F gedrückt halten, um Gegenstand aufzunehmen. Ja, gratis Stuff nehme ich schon mit. Moment. Aha, die muss ich direkt einsetzen. Ja, dann setzen wir die direkt ein. Ich muss ja noch mich mit den Sachen vertraut machen. Ah ja, geht direkt in Flammen auf. Sehr schön. Ich glaube, damit kann ich diese Leichen verbrennen. Oder so. Ja, wo gehe ich eigentlich hin? Ich will doch nach Westen, nicht nach Süden. Hat ein Jäger getötet. Heilquellenenergie reduziert. Natürlich, die... Ich bin schon wieder über den Stock gelaufen. Die Heilquellenenergie wurde reduziert, liebe Leute. Irgendwas mit Kopfgeld wurde... Ich weiß es nicht. First Testimonial Church. Achso, da bin ich gerade. Das ist nur die Wegangabe. Okay. Heilquellenenergie. Ja, genau. Die Heilverquellenenergie. Der schaut nicht gut aus. Oh Gott, ich stehe mitten auf der Straße. Lauf durch den Wald, Doktor. Ich glaube, ich höre Schüsse. Sind das Schüsse? Wahrscheinlich, aber die sind relativ weit weg. Ich muss aufpassen, ich darf nicht immer auf Stöcke treten. Ich glaube, ich werde dann wirklich die Grafik etwas hochschrauben. Ich glaube, die scheint mir sehr gering zu sein. Oh, da ist ein Gebäude. Moment, passiert was auf E? Da blitzt es immer noch. Ich glaube, die Blitze stehen für den Boss oder so. Forest River, Fischerei. Oder gibt es Fisch? Nee, wir wollen zum Geflügel, nicht zum Fisch. Ich sollte... Nee, da gehen wir nicht hin, da sind wir viel zu offen. Oh Gott, ich hänge am Baum fest. Wir huschen mal über die Straße. Wir achten auf Stöcke. Ich glaube, ich höre was. Kann ich mir nicht hinlegen? Marco, kurze Frage, kann man in dem Spiel sich hinlegen? Ich glaube nicht, ne? Zum Glück nicht. Sehr gut. Ja, sonst würde man ja überhaupt nicht. Die würden ja alle campen. Seien wir uns doch ehrlich. Ich habe es geschafft, über die halbe Karte zu laufen. Das ist gut, gut. Ich habe mich mit der Umgebung vertraut gemacht. Ich bin zum Busch geworden. Ich habe die Bäume verstehen gelernt. Und hallo Joyce. Und ich habe zwei Hunde und einen Landler getötet. Ich glaube, es war kein Zombie. Ich glaube, der war einfach nur betrunken. Oh, die Schüsse werden deutlicher. Langsam, aber doch. Liegt wieder was zum Anzünden. Oh Gottes Willen. Ah, das ist nur ein. Da stand irgendwas. Ich habe es nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Ist mir auch egal. Da ist ein Pferd. Und da liegt was. Ich meine, was ist das? Gesundheit? Moment. Stolperfallen. Nehmen wir schon mit. Oh, auf der 5 habe ich Stolperfallen. Wie schön. Die Heilquelle ist fast erschöpft. Um Gottes Willen. Ist das wichtig? Keine Ahnung. Joyce, wie ist dein Tag? Beziehungsweise, ich könnte das Marco auch fragen. Marco, wie ist dein Tag? Hat einen Jäger... Oh, ein Jäger wurde getötet. Ich bin ein Jäger. Das sind... Wir sind Jäger. Und wir werden weniger. Ich sollte vielleicht etwas schneller ran. Ich habe das Gefühl, ich verplempe hier sehr viel Zeit. Das sind doch keine Sekunden, die da runterlaufen, oder? Das kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Wie ist euer Tag? Ihr wunderschönen Menschen. Marco und Joyce, wie geht's euch? Da brennt was. Hör ich schon wieder Hunde? Ja, Wasser ist, glaube ich, nicht ungefährlich in dem Spiel. Wobei, das Stück schaffen wir, oder? Das Stück kann ich schwimmen. Hui. Oh Gott, nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Ah, ich blute. Okay, ich hatte gehofft, ich schwimme schneller. Wir schwimmen nicht schneller. Okay, wie im echten Leben. Wasser ist quasi das... Nicht in die Nähe von Wasser kommen, ja.
und selbst hoffentlich ruhige Schicht gehabt. Ja, die Nachtschicht ging tatsächlich. Ich bin froh, dass sie vorbei ist. Meine freien Tage haben angefangen. Und ich bin froh, dass ich freie Tage habe, weil draußen geht. Das war ein Ast. Geht wintertechnisch die Welt unter? Nee, jetzt nicht mehr. Der Schneesturm hat aufgehört. Ja, ruhige Schicht. Ich gut gelaunt. Jäger sterben. Keine Ahnung. Und ich. Keinen Fuß ins Wasser. Wasser ist Gift, Leute. Bleibt mir fern vom Wasser. Also hier stehe ich ja völlig offen. Moment, ich bin kein Stück näher ans Geflügel gekommen. Meine Güte. So, wir speedrunnen das jetzt. Ich glaube, ich habe gerade alles aufgeschreckt, was ich aufschrecken kann. Ich höre immer noch Schüsse, glaube ich. Ist jemand eigentlich hinter mir? Nee. Weeping Stone Mill. Ich will über diesen scheiß Fluss, Dreckswasser. Oh Gott, das... Nicht ins Wasser fallen. Nicht, nein. Ja, sehr gut. Hier ist ja überall Fluss. Oh, im Norden ist eine Brücke. Wir gehen nach Norden. Nein, ich werde nicht schwimmen. Auf gar keinen Fall werde ich schwimmen. Oh, hallo Vögel. Ja, die Schnauze. Moment, hier ist aber nur, hier ist auch kein, hier ist das Wasser, hier wobbelt das Wasser nicht, hier komme ich rüber. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir müssen das Wasser nicht immer fürchten, nur wenn es wobbelt. Alter, wie viel ich lerne in so kurzer Zeit, das ist der Wahnsinn. Und ich habe Stolperfallen. Wir sind dem Geflügel schon sehr nah. Oh, die Zeit ist in 5 Sekunden vorbei, was auch immer das bedeutet. Ich lasse mich überraschen. Und warum steht da Essen und warum wird die Zeit, ich weiß es nicht. Vielleicht versiegeln sie, verbannen gerade, keine Ahnung. Jäger verloren. Du hast es nicht geschafft, deine Seele zu retten. Ach, ich muss meine Seele retten. Wieder was gelernt. Ah, wenn Zeit abläuft, Spiel vorbei. Okay. Das ist, ne? Man lernt ja mit der Zeit. Aber ich wurde nicht erschossen. Das verbuche ich als Erfolg. Das war's mit meiner ersten Erfahrung in Hand. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bin ich froh, dass ich jetzt fertig bin. Ich muss so dringend kacken.